Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. 12 noch. Wow, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ach, da kommt immer noch nichts. Ja, ja. Uns wird wärmer, uns wird wärmer, uns wird wärmer. Sehr gut. Was wollte ich jetzt? Ich glaube, ich wollte, dass wir uns hier... Tab? Nee, Tab geht nicht. Das Fleisch schnappen. Schnabulieren. Und... Das Fleisch... Mal kochen. Sehr gut. So, das... Und hier unten rein. Und das da oben hin. Das da oben hin und das dahin als Ersatz. Die Ressourcen da oben hin, das Futter dahin, die Ressourcen da oben hin. Und die ganzen Ressourcengelump, das schmeißen wir mal hier hin. Weil das brauchen wir unterwegs einfach nicht. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, schon ganz netter Vorrat. Und jetzt, oh Kacke, wir wollen uns ja auf jeden Fall noch aufwärmen. Und wir können ja auch noch mal so ein Stück Fleisch in uns hineinhauen. 56, 60%. Ich glaube, da nehmen wir gleich noch mal noch eins. Sehr gut. Ich glaube, eins können wir noch. Oh, jetzt geht es uns schon wieder sehr gut. Jetzt nehmen wir mal... Das gefällt mir richtig gut eigentlich mit dem... mit den Menüs und so. Ist ziemlich intuitiv. Ist zwar ein bisschen anders als sonst, aber es ist intuitiv auf jeden Fall. Brauchen wir noch ein so ein Teil. Okay, komm. Das schaffen wir auch noch. Irgendwo werden die Dias hier rumlaufen. Einfach gerade hoch und nachher wieder gerade runter. Das muss doch zu schaffen sein. Aber es wird jetzt richtig schnell kälter. Wir haben schon 3% wieder verloren. Das heißt, wir sollten uns bei... Und wer weiß, wie lange das Feuer brennt. Ich hoffe, es brennt ewig. Aber das Problem ist, wenn ich ein Entwickler wäre, ich würde so machen, dass es nicht ewig brennt. Und wenn das nur immer wieder Feuer nach... Also zur Stelle wenigstens nachwerfen muss. Damit das... Oh, da war was. Da hat sich doch was bewegt. Da ist ein Tier. Und ihr wisst ja, ein Tier kommt selten allein. Wow, 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 holy crap. Wow. Shit. Sterb, 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 sterb. Oh, Alter, habe ich mich erschreckt. Alter. Jetzt haben wir natürlich die Bandages da unten auch liegen lassen. Verdammte Hacke. Kacke, 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 kacke. Lauf, 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 lauf. Geht um dein Leben. Shit. Komm schon, lauf. Lauf, 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 lauf. Da ist unser Campfeuer. Das ist auch noch an. Das ist übrigens ein super Signalfeuer auch, um unser Camp überhaupt wiederzufinden. Ich glaube, bei The Forest hat man irgendwie so eine Art Navi oder was heißt Navi, aber so eine Markierung auf der Karte, wo was ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, hier. Idiot, das hätten wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Ich glaube, das sind die. Ah, wir hören auch auf, das ist sehr gut. Jetzt stellen wir uns nochmal eben fix ans Feuer. Oh Mann. Ach, wir können jetzt unser fertig bauen hier. Boah, da können wir gar nichts machen. Was ist das für ein Scheiß? Was sollen wir denn hier machen? Oh, Freunde. Und jetzt? Alles erfüllt. Und nun? Oh Mann.
wir auf uns Haus hinbauen. Sehr gut. Sehr gut. Und die Tür, die machen wir schön zum Wasser hin. Ja, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann, 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 oh Mann. So, alle Stämme und alle Stiggies. Stiggies haben wir gar keine mehr. Oh nein, da lag sogar noch. Alles gut, ganz ruhig, alles wird gut. Oh Mann, ey. So, jetzt hauen wir hier mal schnell die Bäume weg. Am besten, wir hauen hier uns auch so einen Korridor nach oben hin, weil da sind ja die Viecher. Und ich glaube, je mehr wir hier weghauen, desto eher sehen wir halt wieder, ob wir da, wo wir hin müssen. Na komm schon. Sind hier noch irgendwo von links weggeflogen? Nö. Das war's schon. Ich finde, man könnte noch so ein bisschen mehr Holz mitnehmen, aber na gut. Ist auch unrealistisch, so drei Bäume mitzunehmen. Wir gerade so dicht dran. Das sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor es dunkel wird. Das heißt, wenn es hier überhaupt dunkel wird. Aber ich gehe fast davon aus. Wäre sonst ein merkwürdiges Survival-Spiel ohne Tag- und Nachtwechsel. Oh. Aber so ein bisschen laggy ist es noch. Ich habe auch noch gar keinen Plan, wie überhaupt gespeichert wird in dem Spiel. Wo ist das? Alter, ich dachte gerade, dass wir hier ein... Oh Mann. Ich glaube, unsere erste Achse ist gleich... Ja. Durch. Halt. Eigentlich können wir alles umhauen und das Richtung Haus kullern lassen. Wir brauchen es gar nicht aufnehmen, theoretisch. Oder? Mehr oder weniger kullert das alles in die Richtung. Ach, wir versuchen es einfach mal, sonst brauchen wir nicht ewig. Boah, das sieht gut aus. Schredder, Schredder, Schredder. So geht's fix. Praktisch. Gut, dass wir nicht oben irgendwo gebaut haben. Ich schnapp mir mal die hier so herrenlos. Und das sieht richtig gut aus. Ha! Super Taktik. Eigenlob stinkt, aber ist mir egal. Oh, es wird, glaube ich, schon dunkel. Es wird, glaube ich, schon dunkel. Wir müssen uns, glaube ich, mega beeilen. Ich glaube, jetzt schnappe ich mir auch alles, was hier rumläuft und was hier rumfliegt, weil ich glaube, im Dunkeln finden wir das nie mehr. Können wir vergessen. Ist doch völlig. Sehr gut. Die brauchen wir auch. Die kleinen Stiggies. Obwohl theoretisch könnte man doch auch aus so einem großen Stamm so ein paar kleine craften, oder? Ja, vielleicht kann man das ja so, ne? Aber ich glaube, das werden wir alles gleich machen, wenn wir... Na komm schon. Wenn wir eine Bude haben. Na komm schon, komm schon. Ach, geht nicht mehr. Ist klar, okay. Krass. Wir haben das ganze Ding schon wieder halb weggehauen. Boah, wir brauchen immer noch mega viel Krams. Ich glaube, wir gehen mal doch wieder nach da oben, damit es so schön runterläuft zu unserem... Oh Mann, ich höre die Wölfe schon heulen. Das lässt bei mir doch ein kleines Déjà-vu hervorkommen. The Long Wolf.
Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen hier die kleinen. Genau die. Genau die. Hauptsache, wir haben hier halt die halbe Insel abge... Woodstick, genau, den wollen wir haben. Den nicht. Den wollen wir haben, genau. Sehr gut. Komm schon. Na, wo ist er denn? Hä? Ah, da nicht. Den auch. Den auch nicht. Okay. Hier oben, das könnte auch gut aussehen. Aber eigentlich brauchen wir den nicht, den können wir mal kullern lassen. Den auch. Ich glaube, der kullert nicht. Ah, Woodstick. Den nehmen wir mit. Los, roll da runter. Wo auch immer das alles hinrollt, aber kann uns eigentlich egal sein. Das brauchen wir nicht. Also gerade nicht. Sehr gut. Klatsch mal einmal... Wohl 13 Stück, das müsste reichen für unsere Behausung. Dann können wir uns nochmal ins Lagerfeuer stellen, was essen. Boah, wir haben hier ganz schön gut gerodet, würde ich sagen. Los, cooler Junge. Jetzt mit dem am Hang ist wirklich ziemlich praktisch. Und tada, Eigenheim. Wir können sogar die Tür aufmachen. Ja. Gehen wir aber erstmal ans Campfire. Und snacken unser Fleisch hier, weil wir schon echt mega Hunger haben. Ich frage mich, ob das beim Holzhacken halt schneller geht sogar. Ach, diese Hitzenüsse. Sehr gut. Ich glaube, das lassen wir soweit erstmal. Wenn wir noch so ein bisschen... so ein bisschen Spielraum haben. Und dann schauen wir mal, wir brauchen ja echt eine neue Axt dringend. Das geht ja so gar nicht. Zwei Steine, drei Woodsticks und eine Sign. Ich glaube, das können wir sogar... ich glaube, das können wir sogar gerade so entbehren. J. Zwei Steine, zwei Sticks, okay. Drei Sticks haben wir noch. Steine müssten wir hier haben und eine Sign auch noch. Glaube ich. Steine und eine Säge. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Blinkt auch noch irgendwas. Aber jetzt erstmal. Forge. Ja. Ach, ich glaube, wir müssen. Das ist nur unser Buch, was wir machen können. Ich glaube, wir müssen das auf K, genau. Sign? Was ist denn das? Ach, Strong Sign ist das. So ein Mist. So ein Mist. Ach, Wolfmeat können auch nochmal kochen. Sehr gut, das kann auch überhaupt nicht schaden. Ich würde sagen, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir so eine Sehne bekommen. Ich weiß nicht, wie wir das... können wir nicht die eine Sehne irgendwie kaputt machen oder so? Und daraus irgendwie... also wenn eine schwache reicht, dann reicht auch eine starke auf jeden Fall, oder nicht? Oder bin ich doof? Man hier scheiße, mit den Pfeiltasten geht's nicht. Strong, strong sein. Nee, es geht nur andersrum. Dann schmeiße ich den ganzen Kram mal wieder weg und laufe nochmal ganz schnell hin und versuche uns das nochmal zu basteln. Ich denke mal so ein bisschen... das behalte ich aber hier drin. So.
Jetzt müssen wir nur mit unserer jetzigen Axt noch irgendwie so ein Viech erledigen. Ich hoffe, das klappt. Weil so ein bisschen Fleisch könnte auch nicht schaden. Fleisch ist auch so fast das Einzige, was wir hier füttern können. Weil ehrlich gesagt, so die Nüsse, die wir bis jetzt gefunden haben, das wäre nun wirklich nichts. So, Holzauge, sei wachsam. Ich glaube, es ist nicht mehr lange hell. Ich glaube, wenn wir noch ein Tier bekommen, sind wir ganz schön gut. Wildschweine. Ja, die müssten auch Seele haben. Wo ist das? Sieht er mich? Ja. Oh, der sieht böse aus. Boah, der sieht sehr viel böse aus. Scheiße, scheiße, was ist das? Shit, 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 was ist das für ein fieses Vieh? Sterb, 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 sterb. Nein! Ich dachte, das wäre ein Wolf. Nein! Shit. Und jetzt? Big. Days alive. One. So eine Kacke. Was passiert denn, wenn wir Respawn drücken? Wir haben gar nichts. Wieso haben wir gar nichts? Was ist denn jetzt los? Wieso haben wir gar nichts? Und wo sind wir? Aber wenn wir respawnen... und nackt sind. Kann es denn sein, dass wir quasi, weil es ist ja auch immer noch kurz vor Sonnenuntergang, dass wir quasi immer noch auf derselben Map, also klar sind wir auf derselben Map, aber ich meine, dass die nicht resettet wurde? Und hier quasi irgendwie noch unser Haus rumsteht, beziehungsweise ja unser Camp ist. Wir werden sehen. Sekunde mal. Alles klar. Hauptsache wir sind nackt. War da gerade noch die Axt zu sehen? Ich glaube ja. Spitze, wir haben gar nichts. Und ich glaube, die Map ist auch gar nicht mal so klein. Aber jetzt bin ich gerade doch froh, dass hier am Strand nichts los ist und da nicht so viele Tiere rumlaufen. Alter Schwede, was waren das für fiese Viecher mit diesen roten Augen da? Ich habe den mindestens 20 Mal getroffen. Oh Mann. Aber, dann ist es ja einigermaßen gut, dass wir unser Camp Richtung Wasser aufgebaut haben. Das heißt, sollten wir es denn jemals wiederfinden? Oh Mann, ey. Und ich wollte schon sagen, boah, das läuft aber alles verdammt gut. Steht da was? Nee. Was ist das?
das sind nur eingeschneite Bäume. Sieht aber auch schon ziemlich cool aus mit dem Eis dran, ich muss sagen. Die Bäume bewegen sich auch ein bisschen. Sieht doch insgesamt ganz geil aus, auch wenn wie das Sonnenlicht so durch die Bäume fällt. Grafisch ist es jetzt nicht, natürlich nicht auf dem allerneuesten und fettesten Stand der Dinge, aber ich glaube, alles in allem ist es echt nicht schlecht. Oh Mann. Ich glaube fast, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Aber jetzt nochmal wieder umzudrehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, ob es klug ist. Weil wir haben ja einfach mal nichts. Und man hört überall dieses fiese Jaulen. Also das mit dem Respawn, das muss irgendwie, also, das ist ja großer Mist. Und irgendwo auf dieser riesigen Karte, ich habe keine Ahnung, wie groß die ist, aber sie scheint echt riesig zu sein, weil wir laufen ja schon eine Weile jetzt in diese Richtung. Man spawnt halt irgendwo ohne Ausrüstung, das heißt ohne Klamotten, ohne alles. Dann ist man ja quasi auch schon sofort wieder tot, weil man kann sich A nicht verteidigen, B erfriert man ratzefatze, man kann nichts erlegen, weil man nichts hat, man kann keine Bäume fällen. Man hat ja eigentlich nur die Chance, wieder zu seiner Leiche zu latschen. Und da laufen halt diese fiesen Viecher wieder rum, also irgendwie weiß ich auch nicht. Aber vielleicht kann man sich ja irgendwie was craften, ein Teleporter. Keine Ahnung, irgendwas vielleicht, ist ja eine Fantasy-Welt. Vielleicht gibt es da ja was Magisches oder so. Ein Ring der Auferstehung oder sowas. Ja, hier ist es dann gerade ein bisschen trostlos, würde ich sagen. Aber gut, ist halt ein Sandstrand. Also ich würde schon fast prophezeien, dass es uns gleich wieder zerledert. Vielleicht laufe ich so ein bisschen hier am Rand rum, um zu gucken und deswegen vielleicht nochmal ein paar Früchte oder Nüsse finden. Vielleicht hilft das uns ein bisschen weiter. Aber jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Nun gut. Also wenn ich gleich wieder krepiere, ohne hier quasi Land zu sehen, beziehungsweise unsere Hütte oder irgendwas wenigstens hier zu finden, auch nur so eine Nuss oder so, da, dann würde ich fast sagen, fangen wir lieber komplett neu nochmal an. Auch wenn wir die Bude dann neu aufbauen müssen, weil wir wissen ja dann, wie alles läuft. Hä? Zwei? Achso, das ist die Sonne und das ist der Mond. Wollte gerade sagen. 11 haben wir noch. Alles klar. Ich würde dann sofort umfallen, aber wahrscheinlich geht dann erstmal unsere Gesundheit runter. Aber Hunger haben wir auch echt eine Menge. 4, 3. Es geht ja mega schnell jetzt. Na gut, wir laufen auch nachts beim Schneesturm hier durch die Gegend. Jetzt zirpen die Grillen auch noch. Ich glaube, jetzt ist es richtig Nacht. Jo, ist klar. Es geht unser Leben rapide runter.
Aber wir geben nicht auf, wir laufen weiter. Vielleicht erreichen wir noch das Haus. Vielleicht ist es ja da so warm drin, dass zumindest der Frost weggeht. Aber es ist ganz nett gemacht, finde ich, die Lebensanzeige und das da oben mit den Innereien. Ich versuche echt so schnell wie möglich voranzukommen hier, aber... Ich glaube, diese Insel ist echt dezent groß. Ich werde mal zur nächsten Session so das ein oder andere recherchieren über das Spiel. Vielleicht hätte ich mich ja doch so ein bisschen mehr vorbereiten sollen. Jetzt könnte mal der Drachen hier ankommen aus dem Ladescreen. Hier mal so ein kleines Feuerchen anfangen. Was ist das denn? Ist das ein Baum? Ja. Oh Mann, ich sehe schon. Darf ich gar nicht erzählen. Das sah für mich aus, als wenn der. Nee, egal. Reden wir nicht drüber. Es war schon fast so Richtung Wolken beobachten. In diesem Zivillicht sieht echt alles anders aus. Ach, guck mal, unsere Sicht verändert sich jetzt schon. Tja, ich würde sagen, wir haben die falsche Richtung gewählt. Beziehungsweise ich habe die falsche Richtung gewählt. Ihr werdet ja bestimmt in die richtige gegangen. Ach Mist, ey. Vielleicht sollte ich meinen Channel umbenennen. Anti-Survival-LPs. Oder Die Game LPs. Ich wollte doch nur. Es war so knapp. Uns ging es so gut. Wir hatten Haus, wir hatten Feuer, wir hatten Essen. Ich wollte doch nur noch ein Viech erlegen. Damit wir uns eine neue Axt bauen können. Ich glaube, das war's gleich. Ich laufe zwar noch weiter, um zu gucken, ob wir vielleicht wenigstens einmal die Umrundung der Insel schaffen, aber ich glaube. Diese Sicht ist schon relativ eindeutig. You died. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle verabschiede ich mich für diese Session. Und bei der nächsten Session fangen wir einfach neu an. Mir gefällt das Spiel bis jetzt sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich werde auf jeden Fall nochmal starten und mich nicht unterkriegen lassen. Und mich vielleicht ein bisschen informieren und dann klappt es das nächste Mal hoffentlich besser. Ja, ciao und bis zum nächsten Mal.